Und damit herzlich willkommen zur Mission 7 im edlen Pfad. Stolzenfels steht an und wir müssen es verteidigen. Der Erzbischof von Trier, Arnold von Isenburg, ließ die Festung Stolzenfels um 1250 auf einem Felsvorsprung am Rhein, stromaufwärts von Koblenz erbauen, um das umliegende Gebiet zu sichern. 1688 zerstörten die Truppen des französischen Königs Ludwig des 14. Stolzenfels während des pfälzischen Erbfolgekrieges. Ich habe 14 gesagt, ne? Gut. 1802 ging die Ruine in den Besitz der Stadt Koblenz über, die sie 1823 dem preußischen Kronprinzen, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV. Überließ. Die Festung wurde in den folgenden Jahren wieder aufgebaut, um als Wahrzeichen für deutsche Ritterlichkeit, Kultur und Geschichte zu dienen und den Rhein als Symbol der nationalen Freiheit darzustellen. Dann schauen wir mal, wie Stolzenfels so aussieht. Anni, halt, nee, wir greifen an. Oha, alles klar. Hey, wir sind mal weit weg. Wir haben mal eine ansatzweise okaye Kraft dafür. Okay, der Gegner wird höchstwahrscheinlich Pech haben. Zeig dich mal her, schönes Stolzenfels. Ah ja. Wie schaut's denn aus mit Verteidigung? Ich meine, wir haben hier... Wir haben da... Eigentlich wäre es doch gar nicht so dumm. Ja gut, wir müssen da trotzdem schon außen rum. Ah, guck mal, wer da kommt. Ihr könnt auf uns zählen. Kommt mal rüber und verteidigt mal bitte. Allzeit bereit. 103, dann haben wir euch noch. Was können wir im Belagerungsgerät bauen? Eigentlich alles. Wir können sogar mit Tribocken schießen, wenn wir es drauf anlegen würden wollen, Toten. Ob wir es auch sollten, ist die andere Frage. Auf jeden Fall setzen ihre Nahkämpfer wieder schön ein. Wir könnten das Ding frontal stürmen, aber irgendwie würde es mich schon reizen, da seitlich vorbeizugehen. Gut, wir müssten nur durch die zwei vorderen Türme durch. Das schaffen wir auch mit Katapulten. Und dann könnten wir sagen, wir nehmen den Rest. Das wäre schon verlockend. Wenn da nicht gerade hier Pech ist, könnten wir da wirklich außen dran vorbei. Da hinten lang. Da dann Leitern aufstellen. Und hoch. Und wir könnten dann sogar entweder Leitern oder sogar einen Belagerungsturm. Der wäre die sichere Variante, weil ich bin mir nicht unsicher. Wisst ihr was? Ich probiere das. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und bevor wir das dann machen, ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Gehen wir mal her und schießen mit einem Tribock. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja, wohin gehen wir? Ein paar von den äußeren Turmen weg. Turmes. Geräte. Na, ja, verdammt. Ja, komm, die zwei paar Schüsse wird er wohl hoffentlich tanken können. Naja, gut. Ich habe schon bessere Tankkünste gesehen, muss ich sagen. Die Hoffnung war da, aber wisst ihr was? Dann nutzen wir das andere. Warum muss ich eigentlich... Ich muss ja nicht mal. Ich kann auch einfach hier. Nein. Ach du Scheiße. Nein, alle Streit kommen. Okay. Ich hab's verstanden. Versuch's trotzdem mal. Ich habe noch meine Hoffnungen. Wir sollten mal ein bisschen vom Spieltempo runtergehen. Einfach weil es... Ah, okay, das mit den Häusern war abzusehen. Feuer. Jeder liebt es in Stronghold, nicht wahr? Bestes überhaupt. Oh mein Gott, okay, den Weg hier lang zu gehen war vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Ich hätte den ultimativen Feuertod gefunden und zwar mehrfach. Okay, jetzt sind die Häuser aber weg. Dankeschön, lieber Turm. Ihr dürft jetzt alle hoch.
Bogenschützen bereit. Waffen geschultert. Oh Gott, die nehmen immer noch Schaden durch dieses Feuer hier. Egal, ignoriert es einfach. Da gießt ja auch noch eins. Warum? Das sind immer noch so Mini-Feuerchen überall. Oh, das hat mir jetzt, glaube ich, alles kaputt gemacht. Alter, das gibt's doch nicht. Warum wollt ihr denn jetzt auch nicht mehr hoch? Na, hier besetzt ist, nicht wahr? Geht mal hier hin. Oh, das wird jetzt ein extrem knappes Ding. Den Überresten, die wir haben, was zu erreichen. Wir haben echt nicht mehr viele Schützen, leider. Die Kolbis halten sich auch in Grenzen. Die brennen doch hier bestimmt nochmal alles ab. Okay, wenn ich jetzt einfach durchkomme und nichts mehr angezündet wird, dann habe ich eine gute Chance. Was soll mir schlecht als recht denken? Ich glaube, es wird überall so Feuer vermint sein. Die ganze Burg. Ohne Scheiß, das möchte ich mir mal angucken. Das möchte ich jetzt mal sehen, was da eigentlich alles vermint ist. Das ist eine absolute Feuerhölle gewesen. Ich habe, glaube ich, den Kalifen belagert hier gerade. So hat sich's angefühlt. Die Burg ist auch gar nicht mal so unähnlich. Die ist auch so länglich. Ey, zeig mir die über. Was zur Hölle bist du? Joskje. Okay. Das möchte ich jetzt angucken. Koblenz. Bin ich. Ich bin Belagerung. A, B, C, D, F, G, H, I, J. FGH JK. Gibt's hier gar keinen Koblenz? Gibt's Koblenz gar nicht? Nee, halt über Koblenz mit C. Nee. Hä? Warum ist Koblenz nicht dabei? Schade, ich hätte es gerne mal wirklich gesehen im. Wir können mal ganz kurz durchgehen. Nee, ach, was schaue ich denn nach Koblenz? Das ist Stolzenfels gewesen. Hä? Warum hatte ich Koblenz im Kopf? Egal, also denkt einfach nicht drüber nach. Zeig mal her. Hä? Das ist gar nicht so. Das waren wahrscheinlich alles Buschfeuer in riesiger Masse. Aber ja, es ist dafür. Ja, beste Möglichkeit wäre wahrscheinlich wirklich gewesen, direkt da hoch zu. Den Weg da hoch zu gehen, das Feuer vielleicht noch mitzunehmen, da hoch. Und von da aus dann einmal außenrum. Aber das, was hier alles an Buschfeuern ausgebrochen ist. Durch diese kleinen Dinger. Das ist Wahnsinn. Ja, ja gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, war's das mit Stolzenfels. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Joskje wieder. Bis dahin. Bye-bye.